Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ja, diesen wundervollen Ausblick wollte ich euch nicht verwehren. Ich finde ihn immer wieder richtig klasse, weil es einfach schön aussieht. Ich hoffe, wir können hier runterspringen. Es ist mal wieder so ein Glaubenssprung. Aber gut, das ist halt das Ding von den Assassinen, ne? Dieser Glaubenssprung. So, wir haben ein paar größere und kleinere Probleme, wenn ich das auf dem Hinweg richtig mitbekommen habe. Es handelt sich mal wieder um Sperrgebiet, wenn ich das richtig gesehen habe. Übrigens, das mit dem Taschendiebstahl habe ich mal ausprobiert. Das hat leider nicht funktioniert. Das heißt, wir sind immer noch kein Meisterdieb, der einfach so... Ah, da ist der Typ, der meinen Vogel gerade abgeschossen hat. Wir sind immer noch kein Meisterdieb, der einfach so, ja, klicken kann und dann funktioniert alles. Leider, leider, leider. Jetzt sehen wir hier überhaupt nichts mehr. Aber ich meine, das hier ist das Gebäude, wo ich rein muss. Also da, wo dieser Vogeltyp drin ist. Ich hasse das immer, wenn die das ausschalten. Weil gerade war es ja noch zu sehen, mein Ziel. Und jetzt, ah ja, okay, Gericht. Der Masalim-Gerichtshof ist nicht weit. Darwish erzählte mir mal, dort könnte das Volk sich beschweren, wenn eine Rechtsprechung Unrecht war. Befrage den Richter, okay. Kommen wir denn zu ihm rein? Das ist die Frage. Müssen wir hier rein? Mein Vater sagte einst, das Wesen eines Mannes offenbart sich jenen, die unter ihm arbeiten. Diese Richter müssen den Statthalter besser kennen als andere. Ja, das ist auch alles schön und gut. Wenn ich weiß, wo ich hin muss. Ist das jetzt eine Wache da hinten oder ist das der Typ, den ich suche? Ah, sieht gut aus. Geh mal weg da, ich muss mit dem reden. Sei gegrüßt, Sayidi. Sag, dürfte ich dir vielleicht ein paar Fragen zu Statthalter Muhammad ibn Tahir stellen? Ich werde nicht unterbezahlt, um Fragen zu beantworten. Ich schlage vor, du gibst mir einen Anreiz, sonst... Ja, ich habe ausnahmsweise mal eine da, das ist schön. Würdest du dieses Zeichen der Wertschätzung eines einfachen Bürgers annehmen? Als Anzahlung, ja. Ja. Was für ein Arschloch. Ich habe keine weitere, oder? Habe ich noch eine weitere? Nee. Du verhandelst wirklich hart. Zu hart. Warte. Ein Rivale hat Schriftstücke entdeckt, durch die ich selbst hier vor Gericht kommen könnte. Bring sie mir und ich beantworte deine Fragen. Ich sehe, was ich tun kann. Natürlich. Ist immer so schön, wenn man dann auch genau weiß, worum es eigentlich geht und so. So, Moment, sind das die hier? Nee. Das sind nur Denunzierungen, verehrte Richter des Mazalim-Gerichts. Ihr habt kürzlich mein Dorf besucht, um die Arbeit eines gewissen Kadi zu untersuchen, dem eine ungeheuerliche Bestechlichkeit zur Last gelegt wird. Ihr solltet wissen, dass er sich am Ende eures Besuchs als Händler verkleidet hat, um auf dem Marktplatz lauthals ein Loblied auf sich selbst zu verbreiten. Lasst euch von diesem Schauspiel nicht täuschen und lasst euch nicht von ihm bestechen. Okay. Der Lauf der Gerechtigkeit. Erlass. Der angeklagte Kadi hat sich der ungeheuerlichen Rechtsbeugung zur eigenen Bereicherung schuldig gemacht. Dieses Gericht kam daher zu der Überzeugung, dass ihm der Rang eines Kadi entzogen werden sollte, damit Recht und Gesetz nicht weiter von ihm fehl ausgelegt und missbraucht werden können. Adibil Ibn Munsif. Ach, schieß mich tot. Keine Ahnung. Moment, Immer noch neugierig auf den Statthalter? Ja, aber ich komme hier nicht mehr raus. Du verhandelst wirklich hart. Zu hart. Nun, wie ich bereits sagte, ich brauche... Ich sehe, was ich... Es wäre nur schön, wenn ich wüsste, wo ich diese Stücke herkriege. Oder muss ich mit dem hier... Achso, Beweise... Yeah. Der Mann verbreitet Gerüchte so schamlos wie ein Zughändler. Natürlich ist die Tür wieder verriegelt. Die Frage ist, komme ich da ganz offiziell legal rein oder nicht?
Zack. Der ist aber drin, ne? Nee, nicht der ist drin, sondern das hier. Sind das jetzt die Papiere, die wir suchen? Oben ist eine Wache. Ich denke mal, da müssen wir oben übers Sperrgebiet da rein. Weil wir hier von unten nicht reinkommen. Ne? Da sitzt der Typ. Sieht mir fast so aus. Hier können wir nicht hoch, nehme ich mal an. Ne, kriegt er wieder nicht hin. Komme ich da hoch? Da komme ich hoch. Hallo? Was war denn das? So, Moment. Oben drauf steht links einer. Und da ist noch der Typ mit dem Falken da. Sieht der mich? Nicht so in meine Richtung, oder? Dein Schicksal ist besiegelt. Komm, geh rauf. Alter, kletter doch mal. Was ist so schwer für dich da jetzt? So, sehr schön. Sicher kundschaften. Los, Inkido. Genau. Vorhin wollte der mir noch irgendwas Gelbes anzeigen. Jetzt will er mir natürlich nichts mehr anzeigen. Ist ja klar. Ja, jetzt wo er kundschaften kann, hat er nichts mehr zum Kundschaften. Na gut. Okay, dann. Da oben ist eine Truhe. Auch springen einfach darunter. So, da ist unter mir. Das heißt, ich muss irgendwie gucken, dass ich da am besten... Hallo, wenn ich B drücke, will ich nach unten, nicht nach oben. Nur, dass das klar ist. Steht noch einer. Ich denke mal, hier müssen wir wahrscheinlich rein. Hallo? Spring doch mal da hoch. Oh, der guckt in meine Richtung. Nicht gut, nicht gut. Kommen wir mal von der Seite hier, weil wir müssen natürlich auch da oben rum. Alter. Boah. Normalerweise hat er eher Probleme damit. Hallo, es wäre schön, wenn du jetzt einfach da... geht das nicht? Weil das zu hoch ist, oder was? Muss ich das... Ich habe aber keine Hilfsmittel mehr. Scheiße. Wie soll ich das jetzt machen, wenn ich keinen... Tja. Ah, jetzt macht das. Ist drin irgendjemand? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Hallo. Sieht nicht so aus.
So, ist aber trotzdem nicht das, was wir eigentlich haben wollten, so wie es aussieht. Montur der Verborgenen. Sehr schön. Wir haben mal wieder was Schönes entdeckt, obwohl wir eigentlich was anderes haben wollten. Sehr, sehr geil. Okay. Unten steht einer. Jetzt muss ich mal eben gucken. Wo mussten wir jetzt nochmal hin? Da unten, wo die... Nee. Da, wo der Typ eigentlich ist. Das heißt, dass hier wahrscheinlich Sperrgebiet ist auch. Naja. Es war an der Zeit. Wo liegt denn das Problem? Wenn jemand unbedingt sterben will, soll er doch kommen. Rufe Hilfe! Ich sehe dich. Ja, genau. Ey, markieren ist nicht mehr, ja? Nochmal! Jetzt wird das Fleisch gehackt. Das kenne ich alles schon. Erbärmlich. Dämon, du wirst brennen. Ja, genau, triff ihn bloß nicht. Wieso muss ich die einsammeln, wenn ich automatisch das Einsammeln drin habe? Hallo? Okay. Ich muss eigentlich da runter, nehme ich mal an. Hallo? Basim? Darf ich auch was sehen vielleicht? Also da unten. Ja, ich muss da runter. Aber da ist die Tür auch schon wieder abgeschlossen. Da komme ich nicht rein. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Kann ich einfach reingehen? Da gucken wir doch mal eben. Was wäre denn hier noch Schönes in den Truhen? Sonst wirst du Allahs Zorn spüren. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Wo kam der denn jetzt auf einmal her? Wieso wurde der mir nicht angezeigt? Ich meine, gut, das ist keine Wache, ne? Aber hallo? So, ich muss auf jeden Fall hier runter. Das Problem ist halt nur... Ne, hier ist kein Sperrgebiet mehr. Hier ist wieder der eine Typ. Ja, ich hab's schon geahnt. Ich hasse sowas. Dass man nicht klar mal gesagt bekommt, wo man genau hin muss. Die war verschlossen, ne? Ja. Von der anderen Seite. Achso, das war die von der anderen Seite. Wie komme ich denn noch dahin? Oder wie komme ich denn überhaupt dahin? Mit oben rum war ja jetzt nicht so. Jetzt muss ich nur gucken, dass hier keine Wachen rumlaufen. Ich glaube, das ist nicht unbedingt so ganz erlaubt. Was, dass ich hier rumlaufe, oder was? Hast du sonst noch Probleme? So. Da komme ich auch nicht rein. Das Fenster ist zu. Naja, oben rum habe ich es ja gerade schon probiert. Das klappt ja nicht so wirklich. Komme immer wieder drumherum um den Typen, aber nicht zu meinem Ziel. Blöd ist jetzt, dass er mir jetzt natürlich gesagt hat, ich soll hier runterspringen, wegen diesen roten Zeugs. Das war jetzt doof, dass ich darauf gehört habe. Verbrechergesende! Du bist erledigt! Holt die Schurter! Haltet den Mann auf! Was für ein Ding? Was wir
alle... Wache! Der Verbrecher! Er ist hier! Beeilung! Aha, da! Das ist der Flüchtige! Wache! Schnappt euch den Hund! Ich dachte gerade schon, da kommt jetzt wirklich eine Wache. Nee, also keine Ahnung, wie ich da jetzt reinkommen soll. Schwuppdiwupp. Das Einzige, was mir halt wirklich einfällt, ist oben rüber. Aber... Oh, das hat ja fast gar nichts gebracht hier. Bin ich denn da eben jetzt rübergekommen? Moment. Ja. Ich hatte doch hier irgendwo ein Seil. Das mag das stümperhafte Gekritze verrückter Kinder sein, aber die Schochter wird dennoch nicht wollen, dass man ihr Kunstwerk abreißt. Ich habe keine Ahnung, wovon die redet, aber egal. Schaffe das Beweismaterial. Das liegt da unten. Ja, das ist ja auch alles schön und gut, aber wie kommen wir da ran? Die Wachen haben wir jetzt erledigt. Jetzt haben wir schon was richtig Tolles gefunden. Aber wie zur Hölle kommen wir da unten ins Sperrgebiet rein? Also, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das jetzt auch Sperrgebiet ist, aber... Da unten ist der... Im Prinzip ist es direkt unter mir. Das heißt, irgendwo hier müsste doch normalerweise ein Durchgang sein. Aber hier ist kein Durchgang. Dass man da irgendwie reinspringen kann oder was weiß ich was. Aber hier ist nichts. Von hier oben, gut, das wäre jetzt eine andere Etage. Ich weiß nicht, ob man von hier aus eventuell weiterkommt. Oder war ich hier eben jetzt schon? Hier war ich doch eigentlich eben. Ja, klar, war ich hier eben schon. Ich bin ja nur eine runter. Genau, da war dieser komische Typ drin. Ich bin nur eine runtergesprungen. Vielleicht gibt es ja irgendwo noch eine Treppe oder irgendwas, aber da habe ich eben keine gefunden. Hier ist der komische Typ drin gewesen. Schauen wir hier nochmal weiter. Irgendwo muss es doch eine Möglichkeit geben, da runterzukommen. Oder sind hier überall komische Typen drin? Das kann natürlich auch sein. Ah, sehr schön, sehr schön. Ja, perfekt. Lass dich bloß nicht runter. Abdullah sollte wegen Verrats angeklagt werden. Wäre er in meinem Gerichtssaal, ich würde... Ein kleines Übel für das Allgemeinwohl. Doch es bleibt ein schlechter Beigeschmack. Ich weiß nicht. So, Beweise für Bestechlichkeit. Mein Freund, deine Lage ist besorgniserregend. Du scheinst mir das Opfer einer regelrechten Fehde zu sein. Es ist eine Schande, dass derlei Tetze sich hinter den Roben von Richtern versteckt. Der Weg der Gerechtigkeit war immer schon steinig, doch Großzügigkeit kann helfen, ihn zu ebnen. Solltest du in dein Herz sehen und dort eine solche Freigebigkeit finden, werde ich tun, was in meiner Macht steht, um der Gerechtigkeit zu dienen. Majid al-Khattab. Khattab. Was auch immer. Okay, können wir jetzt... Ja, hier können wir jetzt einfach so raus. Sehr schön. Ich hoffe, das war jetzt kein Sperrgebiet hier draußen. Waren hier denn Wachen? Ja. Hallo. Ich habe, was du wolltest. Also... Was weißt du über den Statthalter? Er wird gefürchtet, geachtet, hat sich ganz Recht und Ordnung verschrieben. Das ist alles, was du weißt? Du arbeitest hier. Und Muhammad ibn Tahir hat einen Sitz am Gericht.
Am Shorta-Gerichtshof, nicht am Masalim. Aber er hat Spitzel hier. Jeden Mittag eilt einer von ihnen zu ihm. Und nun, guten Tag. Ja, finde den Boten. Ah, Moment, das ist der Bote. Ich wollte gerade sagen, mehr Hinweise gibt es jetzt nicht, oder was? Hier ist aber noch was, was er wohl vergessen hat. Dieser Bote könnte mich zur Arbeitsstätte des Statthalters führen. Und zu den Geheimnissen, die es dort geben mag. Halte den Boten im Blick. Das Problem ist, dass der wahrscheinlich am Wachen vorbeigeht, oder? Oh, das kann jetzt richtig scheiße werden. Jemand sollte etwas unternehmen. Oh, da hinten laufen schon welche rum. Oh Leute, muss ich sowas eigentlich immer dann machen, wenn ich Kopfgeld habe? Er läuft doch genau in die Richtung, wo die hingelaufen sind, oder? Geht mir nicht auf den Sack, Junge. Wachen, hier rüber. Hey, das, ruf die Wachen. Lass die nicht entwischen. Ach, halt die Klappe. Mein Gott, ist das denn so schwer, hier einfach mal... Oh, da hinten laufen Wachen. Da vorne ist irgendwo... Das ist jetzt richtig mies. Ach nee, das ist nur die... Nee, doch, auf der Seite. Ihr seht mich. Ich falle besser nicht auf. Das Problem ist... Wo bist du denn hin? Da hinten, okay. Ich kann ihn noch sehen. Ich wollte gerade noch sagen, das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn jetzt wiedererkenne. Da bist du ja. Genau wie ich dachte. Genau, aber er ist auf der anderen Seite, ne? Aber jetzt kann ich zumindest ohne Kopfgeld hier durchlaufen. Das ist schon mal gut. Und ich darf da bestimmt wieder nicht rein, oder? Weil da so viele Wachen sind. Du bist nicht willkommen. Geh. Ja, natürlich. Du bist unerwünscht. Ach, haltet die Klappe. Wie komme ich da jetzt hoch? Der ist da ganz hinten. So einfach wirst du mich nicht los. Nee. Aber einfach macht er es auch gerade nicht, muss man auch dazu sagen. Und da der nicht springt, wenn er springen soll. Wo bist du? Er war eben noch da hinten. Jetzt habe ich ihn tatsächlich verloren, oder was? Verdammt, wo bist du? Entkommen. Das darf mir nicht noch einmal passieren. Nein, 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 nein. Och, komm. Jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen, weil überall diese beschissenen Sperrbezirke sind. Oh. Wenn ich dran denke, schneide ich den Weg jetzt hier raus. Oh, oh, oh. Jetzt stirbst du! Genau, Missgeburt. Da bist du ja! Alter, ist das jetzt dein Ernst? Weil ich durch eine Tür gelaufen bin? Oh. Ist so lächerlich in diesem Spiel.
Es ist wirklich lächerlich, dass es Sperrgebiet ist, durch eine Tür durchzugehen und man über die Wand klettern muss und auf der anderen Seite wieder runter muss. Gut, wir gehen jetzt wieder zurück. Müssen jetzt wahrscheinlich erstmal meditieren. So, dann meditieren wir jetzt eine Weile und hoffen, dass er am nächsten Tag wieder da sein wird. Also es ist tatsächlich... Da ist er. Zeig mir, wohin ich gehen muss. Es ist tatsächlich lächerlich genug, finde ich, dass der überhaupt... oder anders gesagt, dass man verfolgt wird, wenn man durch einen Türrahmen durchgeht. Also das war jetzt wirklich sowas von überflüssig. Aber gut, das Positive ist zumindest, wir wissen schon mal, wo wir dann rüberklettern müssen. Und ihn dann auch hoffentlich im Auge behalten können. Und er wird da gleich stehen bleiben. Frage ist, kann ich hier irgendwo untertauchen? Toll, bei denen kann ich nicht untertauchen. Ganz toll. Zu nichts sind sie nütze. Stehen einfach nur im Weg rum und noch nicht mal untertauchen kann man bei denen. Okay. Dreht sich jetzt in die andere Richtung. Ach, diese ganzen Aktionen mit dem Verfolgen, das finde ich persönlich das langweiligste überhaupt an dem Spiel. Dreht er sich nicht um? Aber gleich müsste irgendwo... der Punkt kommen, wo er dann durch die Mauer geht. Mal schauen. Komm, geh weiter, Junge. Ich glaube, da kommt jetzt gleich die Sache. Ja, ja, genau, die Sache mit dem Durchgehen. Na komm. Theoretisch könnte ich auch da hoch, oder? So, da sind jetzt die Wachen. F dich einfach. Vor allem, wie aggressiv die sind, obwohl man nicht ansatzweise so bei denen in der Nähe ist. Komm schon. Komm schon. Alter, beweg dich. Du darfst ihn nicht wieder verlieren. Geh weg. Um mich loszuwerden, musst du dich mehr anstrengen. Der ist rechts rumgegangen und ich hatte nach links geguckt. Okay. Dann war ich tatsächlich in der falschen Richtung bei der ersten Runde. Okay. Ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lange, sonst kriege ich hier die Krise. Wenn da wieder so ein saudämlicher Moment kommt, wo man dann irgendwie über die Mauer klettern muss oder so. Dass wieder ein Ticken zu lange dauert, weil man... Okay, Stützpunkt. Oh nee, komm, 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 wie soll ich denn da rein? Marie schwante mich immer, dass ich vor der Shorta enden würde. Wer hätte gedacht, dass ich freiwillig reingehe? Okay, aber zumindest die Sache, also den Fall mit dem Spitzel, habe ich schon mal abgeschlossen. Oh, immerhin etwas. Hat ja jetzt auch lange genug gedauert, dass wir hinter ihm hergelaufen sind.
Ja, dann, warum bin ich eigentlich im Busch? Da brauche ich ja nicht drin zu bleiben. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut, weil das wird wieder eine Weile dauern, bis wir dann hier einen Weg gefunden haben, wie wir reinkommen und an den Wachen vorbei sind und überhaupt. Dann müssen wir noch die Arbeitsstube des Statthalters finden. Das werden wir wahrscheinlich auch nicht mal eben so auf die Schnelle hinkriegen. Und ja, ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.